Heute befassen wir uns mit einem britischen Serienmörder, wo sich der Täter selbst als reale Figur von Hannibal Lecter sieht und 45 Jahre seines Lebens hinter Gitter verbrachte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Akte Crime. Es war einmal ein Mann namens Robert John Maudslay, der am 26. Juni 1953 in Liverpool geboren wurde. Von klein auf hatte er eine düstere und verstörende Kindheit. Mit 2 Jahren kam Robert in ein Kinderheim, da er in seinem Umfeld Missbrauch und Vergewaltigung erlitt. Als Maudslay älter wurde, zeigte sich seine dunkle Seite immer mehr. Er entwickelte eine Obsession für Gewalt und begann mit ersten kleineren Gewalttaten. Doch seine Neigungen wurden immer brutaler, bis er schließlich die schreckliche Entscheidung traf, das Leben eines anderen zu nehmen. Im Jahr 1974 ermordete Maudslay im Alter von 21 Jahren John Farrell, nachdem der ihm angeblich kinderpornografische Bilder zeigte, und dabei richtete er ihn so zu, dass dieser nicht mehr als Mensch zu erkennen war. Er wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und wegen der Grausamkeit des Verbrechens in die Hochsicherheitsanstalt Broadmoor Hospital für psychisch gestörte Kriminelle verlegt. 1977 überfiel er mit einem Mitinsassen namens David Land einen weiteren Häftling, der wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt war, in dessen Zelle, wo sie ihn über 9 Stunden lang folterten und dann töteten. Die in der Öffentlichkeit später kolportierte Behauptung, er habe das Gehirn seines Opfers gegessen, ist unzutreffend. Laut Autopsiebericht war der Schädel intakt und das Gehirn weitgehend unverletzt. Maudslay wurde in der Vergangenheit von älteren Männern geschlagen, vergewaltigt und prostituiert. Es war das Jahr 1977, als Maudslay eine weitere grausame Tat beging. Schon längst inhaftiert, verweilte er in einer Psychiatrie, wo er angeblich auf Besserung hoffen konnte. Doch tief in ihm lauerte eine düstere und abgründige Seite, die nicht zur Ruhe kommen wollte. Als Maudslay durch die verschlungenen Gänge der Klinik schlich, war er auf der Suche nach einem Ausweg aus seiner inneren Dunkelheit. Kreuzte sein Blick den von David Francis, einem unscheinbaren Mann, der schon seit einiger Zeit sein Mitpatient war. Die unheilvolle Begegnung entpuppte sich als Katalysator für eine Sturmflut der Gewalt, die sich über David ergoss. Maudslay begann mit seiner teuflischen Quälerei. Stunden vergingen, während er David gnadenlos mit körperlichen und seelischen Foltermethoden heimsuchte. Die Zeiger der Uhr rückten unaufhaltsam voran, doch es schien, als stünde die Zeit still für David. Jede Sekunde fühlte sich wie eine Ewigkeit an, während er dem Wahnsinn seines Peinigers hilflos ausgeliefert war. Nach 9 qualvollen Stunden erlag David Francis den Torturen und fand in den kalten Armen des Todes seine Erlösung. Maudslay schaute auf seine grauenvolle Tat herab, doch Empfindungen wie Reue oder Bedauern blieben ihm fremd. Aus Sicherheitsgründen wurde er dafür ins Wakefield-Gefängnis gebracht, wo er 1978 einen Mithäftling namens Selney Darwood mit einer Gefängnisstange, die aus einem Suppenlöffel hergestellt war, erstickt und unter seinem Bett versteckte. Am gleichen Tag fand Maudslay sein 2. Opfer des Tages, Bill Roberts, ein verurteilter Mörder. Maudslay erstach Bill und rammte seinen Kopf mehrmals gegen die Zellenwand. Maudslay ging in das Büro, legte das selbstgebaute Werkzeug hin und sprach: "Jeder Mord wird schlimmer als der vorherige." Er gab dem Gefängnis die Schuld, Zitat: "Diese Tode sind allein eure Schuld. Ihr wusstet, dass ich nicht mit anderen Menschen zusammen sein kann." Sein letztes Opfer ist leider unbekannt, aber er öffnete den Schädel und aß einen Teil seines Gehirns mit einem Löffel, während die Sicherheitsbeamten IN auf frischer Tat ertappten und sich anschließend übergeben mussten. Aufgrund seines Vorgehens wurde Maudslay in Einzelhaft gesperrt. Anschließend wurde eine für ihn spezielle angefertigte Zelle im Keller des Gefängnisses gebaut. Dazu wurden 2 Zellen zusammengelegt, 5,5 mal 4,3 Meter umfasste die Zelle. Die Zelle hat ein kleines Loch, wodurch die Gefängniswärter Essen und andere Gegenstände passieren lassen. Die Verkleidung der Zelle besteht aus Perspex und einer großen Stahltür. Die einzigen Möbel sind ein Tisch und ein Stuhl aus komprimiertem Karton und eine Betonplatte, auf der er schlafen kann.
Maudsley ist vergleichbar mit Hannibal Lecter. Beide standen auf klassische Musik und waren intelligente Persönlichkeiten. Mithäftlinge gaben ihnen verschiedene Spitznamen. Blue, Brain Eater, Löffel, Hannibal der Kannibal. Den Spitznamen Blue erhielt er, nachdem sein Opfer John Farrell erdrosselte und blau anlief. Maudsley saß täglich 23 Stunden in der Zelle. Die eine Stunde auf freien Fuß wurde er begleitet von 6 Gefängniswärtern. Keiner der Friseure im Gefängnis wollte mit ihm in Kontakt treten, woraufhin seine Haare 12 Jahre nicht geschnitten wurden. Nach 23 Jahren in Einzelhaft sorgte Maudsley im Jahr 2000 mit einer Reihe von Briefen an die London Times für Aufsehen, in welchen er sich über seine Haftbedingungen beklagte und um CDs mit klassischer Musik, ein Fernsehgerät, Bilder, Körperpflegeartikel und einen Wellensittich bat sowie alternativ, falls all dies nicht möglich sei, um eine Cyankali-Kapsel, um Suizid begehen zu können. All diese Sachen wurden aber abgelehnt. Im Jahr 2017, als Maudsley mittlerweile 64 Jahre alt war, erlaubten die Behörden ihm, eine PlayStation zu haben. Nach 39 Jahren Haft, am 27.06.2017 in der Zelle, erhält Maudsley den Weltrekord. Der Mensch, der die längste Zeit in Einzelhaft verbrachte. Im Alter von 70 Jahren verstarb Maudsley 2022 nach 45 Jahren in seiner Zelle. Was haltet ihr von dem britischen Serienmörder und fandet ihr die Strafe angemessen? Hat Maudsley seine verstörende Kindheit an anderen Menschen ausgelassen oder wollte er seinem Mordtrieb nachgehen? Lasst es uns in den Kommentaren diskutieren. Abonniert diesen Kanal, um keine spannenden Fälle zu verpassen.